In das Zentrum von Zürich ist der Bahnhofplatz. An dem Bahnhofplatz ist das Alfred-Escher-Denkmal. Alfred Escher war eine wichtige Person in deutscher Geschichte. Er war in 1819 geboren und er starb in 1882. Er war ein Politiker, ein Geschäftsmann und geholfen die Schweizer Eisenbahn. Er gründete die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, eine Universität in Zürich. Er beeinflusst politisch und die Wirtschaft in dem 19. Jahrhundert. In 1889 war das Denkmal gebaut. Der Bildhauer war Richard Kissling, ein Schweizer Bildhauer. Jetzt es ist ein schönes Denkmal von Zürich. Es ist das Zentrum von Zürich und der Schweiz.